Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja nach Labyrinthion gereist und haben da, ich drehe noch kurz um, diesen bösen Drachen, Knochendrachen, so rum, platt gemacht. Und ja, jetzt gehen wir weiter und suchen den Stab des Magnus, um den Treiben in der Akademie entgegenzuwirken. Mal gucken, was uns heute hier so erwartet. Wir sind knapp mit dem Leben davongekommen. Wir wollen noch einmal da rein. Es ist zu spät. Es ist nicht genug von ihm übrig, um später noch einmal hineinzugehen. Bei den Göttern, was haben wir getan? Wir können nicht zurück. Wir können genauso gut weitergehen. Es ist noch zu schaffen. Savos hat recht. Wir können es schaffen, wenn wir nur wachsam bleiben. Ja, die Hälfte habt ihr aber schon verloren, ne? Oder hattet. Vergangenheit, Entschuldigung. So. Her mit dem Gold. Nehmen wir. Lesen. Ruhm und Ehre der tapferen Stadt Promyunar. Diese Mauern sollen immer stehen. Mögen die Feinde ihre Majestät sehen. Mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Aha. Ich will jetzt noch nicht böse sein, aber... fand ich jetzt nicht ganz so dolle. Naja. Schassen. Mhm. Todeshunde werden von Vampiren als Wächter eingesetzt. Ihre Herkunft ist unbekannt, doch ihr Biss ist irgendwie sehr stark, glaube ich. Geist. Geist. Komm, die bombardieren wir weg. Cool, der andere hat es nicht mal mitgekriegt. Steht denn der? Der ist dahinter, oder? Wow. Okay, das war ein schwacher Geist. Hihi. So, Ektoplasma ist auch immer gut. Alles, was mit Alchemie zu tun hat, ist immer gut. Sieht aus wie eine Sackgasse. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch was finden. Da ist noch eine Urne. Weil aus Alchemie kann man schöne Tränke brauchen. Ich bin ja persönlich nicht so der Trank-Fan. Nehme die wirklich nur im Notfall. Aber man kann die auch gut verkaufen. Und irgendwie muss ich gestehen, dieses Rumprobieren mit dem Mischen macht mir persönlich recht viel Spaß. Nee. Nee. Irgendwas Spannendes hier? Nee. Also könnte man ein bisschen Licht wieder vertragen, hä? Hält er was in der Hand oder ist das ein Gegner? Nee, ich glaube nicht. Das klang eindeutig nach Drachensprache. Da möchte jemand nicht, dass wir hingehen. Der lebt doch. Wollt ihr mich verarschen? Er lebt. Er lebte. Oh, naja, ist ganz okay. Wie sieht unser Gewicht so erfasst? Ah, nee. Ha, falsch geguckt. Stimmt, ich hatte ja die Gelegenheit genutzt, noch was zu verkaufen. Ich erinnere mich wieder. Hä? Ist der getarnt? Frostgeist? Hab ich wirklich nicht gesehen. Nur mal testen. Okay. Ich wollte nur wissen, ob es da lang geht. Wir schauen uns erstmal in die andere Richtung um. Wirklich ist nicht gerade so eine Loot-Gegend hier, ne? Sieht das nach Falle aus? Ein bisschen, aber ich sehe keinen Druckplatten oder so. Zauberbuch Flammen. Ah! Okay. Wahrscheinlich, damit man das wegkriegt. Haben sie es hier platziert.
Klingt das so, als wenn wir gerade unseren Tod rennen, ne? Aber es ist ja sehr spannend. Ganz ehrlich, das will ich dann doch lieber mit dem Bogen machen. Wenn ich schon so eine strategisch vorteilhafte Position habe, möge ich die doch bitte nutzen. Okay, die sind wohl nicht so stark. Na komm, lade ich auf Bogen, damit ich dich wegpacken kann. Sehr schön. Hey, hier bin ich. Ah, das ist der Todesfürst, okay. Ja, den sollten wir wirklich über mit feinem Bogen machen. Können ja auch mal ganz sicher gehen, gucken, ob wir Sadisten sein können. Das macht nämlich auch Spaß ein bisschen. Man spielt ja nicht nur, um zu gewinnen, sondern auch ein bisschen, um Spaß zu haben. Lass uns mal schauen, ob wir echt fies sein können. Wenn der so lang gerannt kommt. Hier, und jetzt schießen wir mal den Bogen ab. Mal gucken, ob der drauf reinfällt und dann runterknallt. Ach kommt, erzählt mir doch nicht, dass da eine Wand ist. Bleib mal stehen, bleib stehen. Ich bin hier. Hier. Wett? Ja, okay. Also entweder ist er klüger oder dümmer, als ich gedacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hä? So, mal gucken. Bitte, 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 bitte. Nein, nein, hoch. Ach, der Katana in der Hand. Voll cool. Wow, geht das hier tief ab. Steht da noch einer? Ist da einer, oder? Ist das ein Fels? Ist nur ein Pfeil. Hier können wir uns. Oh, es bewegt sich gar nicht, ne? Ja, genau so war das geplant. Diese seltsam unsichtbaren Wände manchmal. Es bewegt sich. Ich glaube eh nicht, dass er da hochläuft. Aber wir gucken mal. Irgendwie bleiben die dann gerne da stehen. Oh nein, 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 er versucht's. Er hat mich gesehen. Er weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Okay, das brennt doch eh nicht hier. Machen wir erstmal kurz deaktivieren. So. So, sehen wir noch jemanden, den wir ganz fies assassinieren können. Anhieb jetzt behaupte ich mal nicht. Dann plündern wir mal runter. Auch wenn es nicht viel zu plündern gibt. Huch, das ist nicht Kerzenschein. Ach, das ist jetzt der Tranhaut. Der hat den links hingelegt. Okay, machen wir es so. Oh, Ebenerzbogen. Das ist was Schönes. Das bringt Satschotter. Wow. Oh, schade, dass das nicht der beste ist.
Fällt mir vom Aussehen. Muss ich gestehen. Finde ich hübsch. Aber danach geht's nicht. Also, leider. Ich bin dafür, dass wir aber erstmal das oben abgehen. Ich mache jetzt hier nur mal kurz das, weil ich gucken wollte. Ups. Hier hinten läuft ja auch noch irgendwo einer rum. Meine Güte, ihr habt jetzt nicht so tolle Sachen manchmal. Also, eure Waffen sind in der Regel schon ganz cool, aber eure Rüstung eher weniger. Was haben wir hier? Nee. Ich verzichte. Ein Schutzzauber. Kann ich den irgendwie entfernen? Gut, wir haben Elementarresistenz, ne? Was soll's? Ah, da ist einer. Unsere Lähmungsrune wird ja eh da oben leider nicht funktionieren mehr. Ach, das ist die, die jetzt rechts liegt? Okay. Versuchen wir erstmal, ihn wegzubombardieren. Kaputt. So. Und er war offenbar alleine hier. Ich hätte gerne irgendwie noch so ein paar andere Schnelltasten. Problem ist, ich weiß, es ist meine Schuld. Ich habe 1000 Sachen hier auf meine Schnellauswahl gelegt. Hätte ich nicht machen müssen, aber spiel halt so gern damit. Zauberbuch, Gleichgewicht. Ich glaube, das kenne ich noch nicht. Kleinen Moment, das muss ich mir kurz angucken. Da. Wandelt 25 Gesundheitspunkte in Magiker um. Okay. Kannte ich noch nicht, aber ich will ehrlich sein, werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen. So, 148 Gold, kleiner Seelenstein, ewige Heilung. Auch nicht so besonders, ne? Naja. Wir machen das hier nicht, um reich zu werden. So, ist hier irgendwer zu sehen? Ihr antwortet nicht. Muss ich eure kulturelle Sprache sprechen? Wo? Da, hast eine Antwort. Ich kann doch nur ein paar Worte Dragonisch. Wenn ich sie ausspreche, dann schmeiße ich die Leute durch die Gegend. Eigentlich will ich noch nicht darunter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine gutturale Sprache hat aber schön formuliert. Also eigentlich soll ich anscheinend hier lang, aber... Komme ich hier wieder hoch? Ja. Wir gehen jetzt doch erstmal runter, weil der will ja, dass ich da lang gehe. Da wir alles mitnehmen und erkunden wollen. Oh, die Textur sieht nicht gut aus. Sind wir natürlich. Ah, man hätte hier rüber gehen können. Alles klar. Gehe ich natürlich jetzt erstmal nicht da lang, wo der Kollege mich hinhaben möchte. Sondern gucke, ob ich hier unten noch irgendwas finde. Oder ob das einfach nur Fallgrube für unvorsichtige Abenteurer war. Ist. Ah, hört ihr das? Nirnwurz irgendwo. Boah, so viele Gänge. Seid ihr zurückgekehrt, Aran, mein alter Freund? Hä? Jetzt soll ich doch hier lang? Okay, nee, wir bleiben erstmal in dem Abschnitt.
versuchen zu verstehen. Oh, ich habe Hängemus übersehen. Gut, das ist allerdings auch grün und grün. Versuchen zu verstehen, wie der Aufbau ist. Bin ein bisschen verwirrt. So, ich musste einen kleinen Cut machen, denn aus irgendeinem Grund hatte ich einen Absturz gehabt. Ja, seit dem Update des Mod-Managers passiert das jetzt ein bisschen häufiger. Ich hab doch eine Tür. Ja, durch das Schreien können die immer die Fallen so schön auslösen. Gut, damit hat sich das auch geklärt. So. Auch eigentlich für 0,54 im Wert. Ist nicht verkehrt. Immer so schön alles durchsuchen. Da liegt da noch Knochenmehl oder sowas. Trollfett, irgendwas in der Richtung. Komm, spring hoch. Ja. Hallo? Was meint ihr? Komm, den versuchen wir mal, wie man so schön sagt, zu messern. Für 9,4-fachen Schaden. Yay. Das ist doch ganz nett. Okay, hat er jetzt auch nicht gerade die beste Ausrüstung. Na, bei ihm schon ein bisschen anders. Dieser Helm, ne? Dass der gerade mal nur 8 Wert hat. Na ja, gut, sei es drum. So, hier ist eine Sackgasse. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich zwei Wege, was ein bisschen ungünstig ist. Einmal oben, wo er mich angeschrien hat, und einmal hier unten. Schwer zu sagen. Lasst uns erstmal oben lang gehen. Oh, bin ich ja vorbeigelaufen beinahe. Schande über mich. Oh, eine Agonia. Ach, es ist eine der Magierin. Aber sie hat keine magische Ausrüstung hier. Okay. Ja, wie gesagt, da geht's lang. Und da oben, aber ich bin dafür, dass wir erstmal oben lang gehen. In beiden Fällen hat er uns angebrüllt, in Anführungszeichen. Das tendenziell oben erstmal ein besserer Weg. Hab ich noch nicht ausgenommen? Ach nee, nicht komplett ausgenommen, als unten. Jetzt muss ich kurz orientieren. Erstmal ein Stück hoch noch. Ja, hier. Hier müsste richtig sein. Oder? Hä? Nee, oder? Ich laufe gerade zurück. Verdammt, das war die Sackgasse. Ah. Ja, okay. Jetzt, wo ich zurücklaufe, erkenne ich es auch wieder. Ja. Okay. So, jetzt mal kurz schauen. Wir kamen von hier oben rein. Wir müssen da hinten hin. Ich glaube, es ist auch ein... Ich mache das jetzt kurz. Da ist niemand, oder? Was sitzt da einer? Da steht doch auch jemand. Nee, das ist noch eine Schale.
Jetzt bin ich wieder hier. Kleiner Moment. Entschuldigt. Okay, jetzt bin ich ernsthaft verwirrt. Die haben wir doch gerade besiegt. Wo sind wir denn gekommen? Also hier waren wir doch noch nicht. Bin ich jetzt wirklich einen Kreis gerannt? Offenbar ja, okay. Also anscheinend geht's ja. Ja, das hatten wir vorhin schon. Jetzt muss ich kurz trotzdem mal mir einen Blick auf die Karte gönnen. Das ist jetzt nicht ganz so hilfreich. Okay, gut, sei es drum. Enge, nasse Gänge, da steht einer. Das sollte aber nicht so das Problem für uns sein. Tja, woran der gestorben ist, vielleicht war es ein Beschworener von ihm. Ansonsten, Herzinfarkt bekommen spontan. Stimmt, wir können mal wieder Kerzenschein anmachen. Nein! Eins zu weit. So. So. Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden konntet? Was? Hey. Jetzt wieder die Sache, wo geht's wirklich lang? Hier leitet uns die Stimme hin. Da oben war aber noch ein anderer Weg. Und dann geht's hier noch? Ne, von da kam er. Also, da mich die Stimme hier hinleitet und ich jetzt so komplett die Orientierung verloren habe, machen wir jetzt erstmal hier auf. Novize kommt. Herrlich. Komm, zack. Ist das überhaupt irgendwas? Aha. Also nicht zumindest lange das Gitter da ist. Gut, wissen wir schon mal Bescheid. Boah. Mit diesen ganzen verwinkelten Gängen. Moment. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr zuguckt, aber wenn ich hier langlaufe, wird mir durch die ständigen Richtungswechsel echt ein bisschen übel. Alter, da steht was Dickes. Nee, nicht nervös werden. Ganz cool, lebende Rune. Wenn er mich hauen will, kommt er ja wohl bestimmt hier lang. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass er nicht lieb ist. Denn ganz selten sind geht die ja lieb, wenn sie in Dungeon stehen, irgendwelche Leute. Ach, will doch gar nicht so viel. Diese ironische Golem. Ich weiß, heißt Eisen. Okay, das reicht schon. War die Angst größer als alles andere? Kerzenschein. Welche Zauber haben Sie in Skyrim am häufigsten benutzt? Kerzenschein. Stöhnt noch irgendwas? So, was hat er denn? Eine sehr schwere und sehr teure Axt.
Der Erde sein, die sieht doch ziemlich hässlich aus. Da steht einer, aber wir haben bestimmt nicht durch die Gitter schießen können. Das ist so ein bisschen ein Nachteil an Skyrim, die haben ja... Ja, ein bisschen komisches Zielverhältnis. Es sind manchmal Mauern, wo man eigentlich gar nicht erwartet, dass welche sind. Ein Troll. Aber ich glaube, den werden wir messern können, so wie der steht. Ja, können wir. Nur noch einmal werdet ihr versagen. Ist doch schön, dass ich nicht oft versage. Auch wenn er damit meint, dass ich sterben werde, aber egal. Da oben seht ihr sie, da stehen sie. So, jetzt genaues Zielen. Müsste einfach. Müsste passen, oder? Ja. Da unten kommt dann der nächste. Na, wo geht er hin? Na, kommt er gleich wieder zurück. Nur Geduld, wir haben genug Pfeile. Der wird bestimmt auch wieder hochkommen. Oder treffe ich den vielleicht sogar? Wow, cool. Irgendwer sieht mich. Aus der Richtung. Ziemlich nah aus der Richtung. Ach, bestimmt direkt unter mir. Hm? Ja. Dann knallen wir dir mal ein paar Bombardements an den Kopf. Allerdings noch mehr Geräusche. Was sollen es die Knochen sein, die hier rumfliegen? Ihr seid nicht Aaron, Bruder. Hat er euch an seiner Stelle geschickt? Ja. Ich bin ein guter Freund von Aaron. Keine Ahnung, wer das ist. Doch, eigentlich weiß ich schon. Es dürfte ja unser Kanzler sein, ne? So, noch ein paar Erzminen. Die ich nicht abbauen kann. Huch, da ist auf das blöde Schwert. Achso, weil das Skelett lag. Kann ich die abbauen? Okay. Oh, so, bitte, wenn das Golderz ist und ich das nicht abbauen kann. Stell dich mal vor, ihr seid echter Miner. Steht vor so einer Golderzart und könnte einfach nichts machen. Das ist natürlich mies. Ehrlich? Nirgendwo? Auch nicht in Schnittbrücke? Okay, nichts zu machen. Jetzt so gewollt ist, sei mal dahingestellt. Wir gehen noch nicht durch die Tür. Jetzt erstmal über diese Brücke. Hallo Troll. Wie toll, ein Troll. Noch einer. Das ist hier eine Trollhöhle. So. Hier für die Alchemie ist das alles toll hier. Bisschen schade, dass die Zutaten halt auch nicht nachwachsen. Bestimmt auch ein Mod, der das irgendwie macht, aber habe ich nicht.
Aber braucht man nicht so trinken, muss man fairerweise sagen. Nur man sollte aufpassen, man kann ja die Skills auf Meisterung machen, dann werden die wieder zurückgesetzt. Man kann neue Punkte sich damit freischalten und Levels generieren, aber das ist Vorsicht geboten bei Alchemie, weil durch die begrenzten Zutaten. Gut, man wird immer wieder welche beim Händler kriegen, aber es wird dann schwer, das hochzukriegen. So, bevor wir durch die Tür gehen, würde ich sagen, ist das ein guter Zeitpunkt, um hier einen Break zu machen. Ja, ich hoffe, es war interessant für euch und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir hier tiefer in Labyrinthien eindringen. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!